Moin Leute, herzlich willkommen zurück im Tier Paradise, dem mit Abstand besten Tierheim der Welt. Das sagt zumindest dieser kleine süße Hund. Na, hast du schon Kacke gemacht? Das ist Juno. Ja, ja, der mag's, wenn er gekrault wird. Leute, in der Vergangenheit haben wir schon viele neue Zuhauses gefunden für Hunde, aber noch nie für eine Katze. Und das müssen wir jetzt mal machen. So, unsere Aufgabe, übergibt das Tier an die neue Familie. Genau, wir müssen jetzt nochmal zwei Tiere vermitteln. So, Tiere im Tierheim. Genau, wir haben aktuell... Oh, hier sind aber viele, die dich wollen. Ich muss jetzt hier erstmal Tiere zum Vermitteln. Ey, wir müssen das nochmal ganz kurz verschieben. Siehst du dieses süße Ding? Dieses kleine Tierchen sollte für Tierkämpfe verwendet werden. Wie furchtbar. Oh, Sammy, komm her. Das kann doch nicht wahr sein. Das verstehe ich auch nicht, Alter. Hund ist zum Wuseln da und nicht, dass der irgendwelche Tierkämpfe macht. Nee, das geht nicht. Onkel Paletto... Oh, Onkel Paletto päppelt sich wieder auf. Ist sehr gelangweilt, dringend Futter. Moin, ich habe einen neuen Kollegen für dich. So, was fehlt dir? Oh, der braucht dringend was zu essen. Hier machen wir direkt rein in den Futternapf. Du musst keine Angst haben. Du bist jetzt bei Onkel Paletto. Spielen. Okay, der muss aus... Du bist ein kleiner... Ja. Wo guckst du hin, Juno? Mann, der muss schon fast wieder kötteln. Voller Bauch, glücklich dumm. Nur ein dummes Haupt... Was? Juno, lass dir da nichts einreden. Du bist nicht dumm. Sammy, wie sieht's aus mit dem Durst? Ja, das sieht alles sehr, sehr gut aus. So, komm mal mit jetzt. Nee. Oh, den kann man nicht streicheln. Oh, der vertraut mir nicht. Oh Gott, sorry. Ich dachte, der hätte mich jetzt attackiert oder so. Einmal musst du einschamponiert werden. Einmal abspritzen. Ja, sehr gut. Einmal ein bisschen Wasser drauf. Einmal hier alles. So, warte, du wirst jetzt geföhnt. So. Also echt, mein Hund früher fand das nicht so geil. Jetzt bist du wieder sauber oder was? Wir spielen jetzt erstmal eine Runde. Na komm. Da. Ja, sehr gut. Ja, Sammy. Ja. Junge, du magst es doch. Guck mal. Oh. Ja, aber er hat Angst. Hopp. Ja, hol den Ball. Sehr gut. Oh, nochmal. Hoppa. Wie geht's ihm jetzt? Gut, er ist immer noch sehr dreckig, aber spielen ist schon mal gut um Gesundheit. Ja, guck, du bist kein Kampfhund. Du bist ein kleiner Verschmuster. So, warte mal, wir müssen jetzt mal gucken hier für Juno. Wir brauchen jetzt mal Leute für dich. Ich lasse mal kurz... Okay, das darf man nicht auflassen. Finde ein neues Zuhause. Achso, ich muss jetzt ein Foto machen. Ich mache von euch beiden ein tolles Bild. So, komm mal her hier. Zack. Und... Wunderbar. Dann gucken wir noch mal. Die sieht nett aus. Ja, schick mal einen Mitarbeiter da zur Kontrolle. So, warte mal. Wir haben hier... Oh Gott, was ist da passiert? Jungs, hört auf zu kämpfen. Oh nein. Hört jetzt auf. Du kommst jetzt erstmal hier rein. So, Juno, geht's dir gut? Ah, du willst auch eine Runde spielen. Oh, du bist ein Stinkybärt. Oh Mann, Alter. Ja, hier. Die haben wir nicht gesehen, die Wurst. Da liegt doch eine Wurst. Sag mal, ihr seid Kackmaschinen. Das kann doch nicht wahr sein. Zack. Jetzt kommen wir hier mit dem Ball. Sammy. Juno. Komm, hol den Ball. Sehr gut. Hoppa. Sehr gut. Komm, einer noch. Und zack. So, jetzt müsste sich doch schon mal jemand gemeldet haben. Mann, ich möchte doch auch eine Katze noch mal adoptieren. Ja, das ist doch gut. So, Sammy haben wir jetzt. Nee, Juno. Ich komme mit den Namen komplett durcheinander. Komm mit. Ja, sehr gut. Und einmal rein. Tschüss, Juno. Ich hoffe, du findest ein tolles neues Zuhause. Oh ja, Bedingungen. Oh, das sieht alles... Oh, das ist... Oh, guck mal da. Das geht gut hoch. So, jetzt müssen wir nochmal irgendwie gucken, dass wir das mit dem Waschen mal hinbekommen. Es kann nicht sein, dass ich zu doof bin zum Waschen. Hast du vielleicht Flöhe oder so? Brauche ich für dich ein anderes Shampoo? Das ist schon richtig. So, der kleine süße Fratz muss jetzt da so ein bisschen eingeschäumt werden. So, überall da, wo du dreckig bist. Auch hier die Beinchen. Ja, guck mal hier. Oh, die Seite mag er irgendwie nicht. Da fängt er an zu knurren. Ja, sorry, ich weiß, dass mit dem Einschäumen ist nicht das Beste der Welt. Aber du bist halt ein alter Stinkybär. So, Wasserschlauch. So, alles schön sauber machen. Nee, wir sind noch nicht fertig jetzt hier. Guck mal da unten bei der Beine. Sehr gut. Ja, endlich, guck mal, jetzt ist er richtig sauber. Wir werden noch richtig gute Freunde. Vertrau mir. Perfekt, so.
Dann komm mit. Ich werde nicht zulassen, dass jemand nochmal nicht nett zu dir ist. Komm mit. Sorry. Hoppa. Ja, komm. Na, bring ihn her. Hoppa. So, guck mal, jetzt, wir sind doch jetzt schon ganz gute Freunde, oder nicht? Schaffe ich es jetzt? Oh, man kann ihn... Oh Mann, was ist mit dir passiert? Was haben die bösen Leute mit dir gemacht? Ich halte meine Hand einfach mal hin. Nee, keine Chance. Weißt du, was er braucht? Der braucht mal so ein geiles Leckerli. Ich sag's euch, habe ich noch so Leckerlis? Günstiges Hundefutter? Nee. Wir holen jetzt mal Leckerlis. Jeder Hund hat Bock auf Leckerlis, egal wie zutraulich er ist. Warenkorb hinzufügen. Komm mal her, du kriegst auch noch einen Gummiknochen. Ich könnte mal die Dinger hier mal mitnehmen. Heb hoch. Da mal zum Müll. So, hier müsste das jetzt drin sein, oder was? Ja, sehr gut. Nimm alles. Ja, ein Feini. Guck mal jetzt, die Herzanzeige geht immer höher. Willst du noch einen Keks? Ja, warte, hier noch einen Keks. Ja, guck mal. Das ist doch schön. Aber irgendwie auf den Gummiknochen hat er nicht so Bock. Willst du noch einen Keks? Ja, Kekse. Auf Kekse hat jeder Hund Bock. Ja, ganz ruhig. Oh, guck mal, wir haben ein Herz bekommen. Ja, ja, guck mal, du bist doch ein Feini. Sehr gut, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Sky. Oh, die Mutter dieses Tieres brachte 3 weitere Jungen zur Welt. Leider konnten die Vorbesitzer sich nicht um alle kümmern. Sky, komm her. So, Sky, aber nicht prügeln. Sky ist sehr dringend Futter. Oh, Sky stinkt auch gewaltig. So, du kommst erstmal hier rein. Kriegst hier ein bisschen, genau. Bisschen Futter. Hier fülle ich auch nochmal ein bisschen auf. Sehr gut. Mampf erstmal. So, wie geht's dir? Ja, guck mal, da möchte jemand noch eine kleine Streicheleinheit. Guck mal, und der Hund wedelt jetzt auch mit dem Schwanz. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen. So, was haben wir jetzt bei dir? Du bist unfassbar dreckig. Komm mit. Mann, ich habe hier nur Stinkybärts. So. Shampoo. Oh, na, mein Shampoo ist alle. Aber wir kriegen dich doch trotzdem sauber, oder? Nee, da schäumt jetzt nichts. Okay, wir müssen einmal Shampoo kaufen. Ein paar Kekse kaufe ich auch nochmal. Dann Shampoo. Bestellung abschließen. Ja, einmal Drohne. Genau, ja. Sehr gut. Nehmen wir alles. So. Jetzt aber. Ja, guck mal, jetzt geht das auch gut jetzt. Ich weiß, ich hätte da jetzt auch nicht so Bock drauf an deiner Stelle. Aber wir müssen dich jetzt hier einmal so ein bisschen abschrubben. So, dann einmal abspülen. Ja, hier auch Köpfchen. Einmal alles. Der ganze Schaum, der muss runter. Ja, ich weiß. Hast du 2 verschiedene Augenfarben? Wie cool siehst du denn aus? Jetzt müssen wir dich noch einmal föhnen. Und dann ist auch gut. Genau, dein Köpfchen. Junge, das glänzt ein bisschen. Sehr gut. So, dann komm mal mit. Aber man merkt auf jeden Fall, dass der Kampfhund, der war lange nicht so schnell so zutraulich. Auch guckt euch mal diesen Herzwert an. Na, komm her, hoppa. Aber vielleicht geht's denen ja jetzt mittlerweile ein bisschen besser. Oh, guck mal, er kann adoptiert werden. 84%, ich kann die Anzeige aufgeben. Finde ein neues Zuhause. Ja, hochladen, Bild von Sammy, auswählen. So, Patrick, wie sieht's bei dir aus? Schicken wir mal schön. Oh, unerwünscht Nimmersatt, ja, das ist schlecht. Marianne, sag mal, warum mögt ihr denn alle keinen Nimmersatt? Nimmersatt ist doch ein netter Typ. Das kann doch nicht wahr sein, dass niemand einen Nimmersatt haben möchte. Ah, die haben auch alle Katzen. Ah, guck mal, er hier. Ich glaube, das könnte ganz gut passen. Ah, was ist hier? Verschmust. Oh, ich glaube, das ist gut. Ich glaube, die passen gut zusammen. Ihr werdet cool zusammen sein. Sammy! Guck mal, wir haben den Süßen richtig... Oh, da war eine tolle... hier. Ich glaube, wir haben den richtig gut hinbekommen. Oh, du bist ein Stinker, ne? Aber das ist jetzt nicht mehr mein Problem. So. Und dann haben wir auch unsere Aufgabe erfüllt. Tschüss, Sammy. Warst ein guter Hundi. Ja. Oh, jetzt. Oh, guck mal. Richtig gut. Großartig. Denn noch der Multiplier. Geiles Ding. So, kaufe das Gebäude. Ja, guck mal. Kaufe ein Gebäude mit Katzenkäfigen. Geiles Ding. Jetzt müssen wir hier nämlich einmal ausbauen. Ach so. Hier gibt es einen Katzenaus. Ja, aber der passt hier ja nicht hin. Egal, wie ich es drehe und wende. Wahrscheinlich würde ich hier... Du benötigst ein Erweiterungsticket. Ich kann jetzt keinen Katzenauslauf kaufen? Es kann doch nicht sein, dass ich da nicht genügend Platz für habe. Also ich kann das halt nicht anklicken. Und ich soll ja kaufe das Gebäude mit Katzenkäfigen. Oh doch, so passt es hin. Geil. Jawoll! So, und jetzt können wir eine... Apollo! Er ist dünn. Zu dünn für sein Alter. Apollo muss ganz schnell gefüttert werden. Kein Problem, Apollo. Paletto macht das. Ja, unsere erste Katze. So, Apollo, komm her. Braucht dringend Futter. So, Apollo.
Komm mal her hier. Sehr gut. Oh, du brauchst ja eine Schüssel und so weiter. Du erinnerst mich ein bisschen an eine Katze, die ich mal beim Wandern getroffen habe. So, ich muss jetzt hier im Shop essen. Futterschüssel, genau. Kaufen. Katzenfutter. Nochmal ein Wasserkanister, eine Wasserschüssel. Ein Kratzbaum. Das kaufe ich auch mal. Und ein Laser. Dekorationsartikel. Nö, das reicht erstmal. Bestellung abschließen. Oh, ich muss gleich. Die Drohne würde das wieder so wegkicken. Nee, das fällt jetzt gleich alles wieder so komisch. Oh, nee. Alles gut. Nimm alles. Apollo! Paletto hat Happy Happy. Ah, oh, Apollo, du hast mir ein Geschenk da gelassen. Das ist. Ach, Mensch, Apollo. Das. Ach ja, du brauchst ja auch ein Katzenklo, Alter. Da, guck mal, Apollo. Nein, nicht raus, Apollo. Ist natürlich kein Dauerzustand bei einer Katze. Hopp. Lecker, lecker. So, spielen. Ach so, ja, aber das ist ja kein Problem. Ich pack dir erstmal einen Katzenbaum hin. So, dann kommst du mal mit, Apollo. Guck mal, ich habe einen Laserpointer. Apollo, guck mal hier. Ja, ja, was ist da los? Ja, was ist da los? Das ist ja richtig cool. Na los, schneller, Apollo. Schneller, schnapp dir den Laserpointer. Wie schnell die Katze ist, als ob. So, hast du genug gespielt jetzt, Apollo? Ja. Ah, du hast noch Hunger. Ja, aber hier ist noch. Warte, warte, warte. Ja, Apollo, komm mal her. Hier. Oh, du hast schon alles aufgegessen. Hier, warte, komm. Zack. Du brauchst noch eine neue Runde, oder was? Du siehst so süß aus. Na komm, Mann, schreien. Das ist gut. Dann können wir auch, Apollo können wir bald schon vermitteln. Oh, guck mal, wie er reinmampft. Aber nun gut, Leute, das war's mit einer kleinen Runde vom Tierheim-Simulator. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben eine kleine Katze adoptiert, sie aufgepäppelt und bald ist sie bereit, um adoptiert zu werden. Leute, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr sehr gerne ein Like da lassen. Hier seht ihr auf der Team Paluten-Kanal weitere Videos. Schaut auch gerne auf paluten.shop für zum Beispiel den Glücksbringer-Hoodie, aber auch vieles mehr. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss.